Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt, glaube ich, ja gerade schon das Intro gesehen und gemerkt, dass es ja ein etwas besonderes Video heute ist. Das ist das Intro für meine September-Issue, mein Videomonat. Ich erkläre euch mal kurz, warum das eigentlich so heißt, falls ihr noch nicht so lange dabei seid. Ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht und zwar in der Modebranche, wo ich eigentlich herkomme, ist die September-Issue, das hier zum Beispiel, immer die dickste Ausgabe überhaupt das ganze Jahr über. Das liegt daran, dass dort traditionell immer die neuen Kollektionen vorgestellt werden, so für den normalen Konsumenten. Und deswegen dachte ich mir, hey, wenn ich im September meinen Videomonat mache mit ganz vielen Videos für euch, dann ist das ja quasi meine persönliche September-Issue. Was euch erwartet, also alles Mögliche. Ihr könnt euch gerne auch noch Videos in den Kommentaren wünschen von mir. Aber es soll vor allem auch ein sehr, sehr angefragtes Video zum Ende des Monats hingeben. Und auch die letzte Woche dreht sich um ein Thema, was jetzt nicht so viel mit diesen Zeitschriften zu tun hat, aber was ihr sehr, sehr gerne seht bei mir, nämlich Essen. Und ja, deswegen geduldet euch gerade am Anfang, falls noch hin und wieder mal was kommt, was nicht so viel mit Essen, Food Diaries und Co. zu tun hat, das spare ich mir für den Ende des Monats auf. Ja, ansonsten gibt es viel Mode. Es gibt natürlich trotzdem auch Vlogs. Es werden vermutlich nicht richtige Weekly-Vlogs kommen montags, aber Daily-Vlogs von einem Tag meiner Woche. Einfach nur, weil ihr mich wahrscheinlich nicht die ganze Woche nur so vom Computer sehen wollt, weil ich ja die ganzen Videos bei euch bearbeiten und schneiden muss. Ja, ich bin unheimlich gespannt selber, was ich alles so treiben werde diesen Monat, weil ich habe noch nicht alles vorgedreht und ja, freue mich sehr auf euch. Schaut auch immer schön in die Infoboxen meiner Videos, denn es gibt ein paar Überraschungsgewinnspiele. Und ja, ansonsten könnt ihr mir auch gerne auf Snapchat, Instagram, Twitter und Co. sagen, wie ihr die Videos findet. Da freue ich mich immer sehr über Feedback. Ja, und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los.